So, servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ihr seht es schon, was vor mir steht. Ihr habt es bestimmt auch schon am Titel gelesen. Ich habe die zwei neuen 187-Sorten für euch. Ich habe auch direkt beide gebaut. Wir schauen uns beide Sorten an. Mehr zu dem Tabak erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, Leute, und da bin ich wieder mit dem Review zu den zwei neuen 187-Sorten. Seht's mir bitte nach, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich weiß aber, dass ihr unbedingt meine Meinung zu den beiden Tabaksorten hören wolltet. Deswegen drehe ich jetzt schon das Review. Aber sollte ich mich ein bisschen verschnupft anhören oder so, so ist es leider, ja. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Pfeife rauchen vielleicht auch nicht so ganz optimal, aber ich mache es jetzt trotzdem. 187 hat zwei neue Sorten rausgebracht. Einmal Nummer 43, den Blue Devil, und einmal Nummer 53, den Sparkling Ice Tea. Der Sparkling Ice Tea ist übrigens die Special Edition mit Alex zusammen in der Kooperation. Haben die ja schon mal mit Saphir gemacht, mit dem Quelle-Tabak. Das war eine schwarze Traube mit Minze, der war auch sehr, sehr nice. Ich bin sehr gespannt, wie der Ice Design wird, gerade wegen Alex und so weiter. Ist schon ganz nice, dass sie das da so ein bisschen ausnutzen. Zwischendrin ziehe ich ab und zu mal an den Pfeifen. Ja, preislich liegen die beide bei 200 Gramm. Ganz normal 16,90 Euro, wie man das von 187 bis jetzt eben schon so gewohnt ist. Schnitt und Feuchtigkeit zeige ich euch jetzt im Kopfbau. Ich habe das Ganze einmal im Hooker John 80 Feet mit Alufolie und dem Apple on top, zwei Kohlen oben drinne, gebaut. Da habe ich den Blue Devil gebaut. Auf dem anderen Kopf, das ist die Hooker John und Somo Harmony Bowl mit einem Kalaut Lotus 1 obendrauf und zwei Kohlen eben in der Smokebox. Schnitt und Feuchtigkeit geht auf jeden Fall klar, ist wie von 187 gewohnt, so ein mittlerer Schnitt, relativ wenig Ästchen, sehr schön hell und ordentlich Molasse am Start, aber ganz wichtig, keine überschüssige Molasse am Start. So auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Vielleicht noch ein paar Worte gerade vorneweg zum Setup. Ich habe zweimal die relativ ähnliche Pfeife. Ich habe zweimal eine Mohs Breeze genommen. Einmal in der Limited Edition Gold und einmal in der Limited Edition Blue Hybrid. Beide extrem schön. Beides auf jeden Fall Schätze in meiner Sammlung. Bin ich sehr froh, dass ich die am Start habe. Auf der einen habe ich einmal die schwarze Bowl. Die ist übrigens mit Diffusor. Einmal mit der durchsichtigen Bowl. Ohne Diffusor. Weil so viele immer nach den Mundstücken fragen, das sind zweimal Mohs Elements, einmal in Blau, einmal in Grün. An der Stelle sei kurz gesagt, wenn ihr was bei Mohs bestellen wollt, mohsshisha.de, könnt ihr mit dem Code SWG10 nochmal 10% sparen. Geht sowohl auf die Mundstücke als auch auf die Mohs Breeze Pfeife und alles andere, was ihr im Shop eben noch so findet. Ich würde sagen, wir starten dann mit dem Blue Devil. Auf den Ice-Tea freue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr, deswegen heben wir uns den fürs Ende auf. Aber erst nehme ich noch mal ein paar Züge von dem Blue Devil. Köpfe sind jetzt schon so ungefähr 10 Minuten an, würde ich sagen. Auf jeden Fall schon mehr als gut angeraucht. Läuft auf jeden Fall. Geschmacksentfaltung ist voll da. Rauchentwicklung ist voll am Start. Also auf jeden Fall 1A. Ich weiß jetzt gar nicht, wie gut das mit dem Mikro rüberkommt, aber ich finde den direkten Vergleich zwischen kein Diffusor und mit Diffusor schon erstaunlich. Ich hoffe, das kommt auf dem Mikrofon auch halbwegs so rüber. Der Blue Devil, Leute, 16,90 Euro, wie gesagt, für 200 Gramm. Schnitt und Feuchtigkeit gehen absolut klar, hat sich sehr entspannt bauen lassen. Zweimal im Funnel, wie gesagt, einmal mit Apple on top, einmal mit Lotus obendrauf. Der Blue Devil soll sein schwarze Johannisbeere, Blaubeere, Feige, Minze slash Menthol. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr ausgefallen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal Feige in irgendeinem Shisha-Tabak mit drin hatte. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Blaubeere hat man häufig. Bevor ich aber rauche und wir zum Geschmack kommen, riechen wir erstmal in der Dose und schauen mal, wie der Blue Devil so riecht und ob wir da auch diese ganzen Bestandteile, die da drin sein sollen, auch rausriechen. Also eine Blaubeere hat man auf jeden Fall sofort am Start, ist relativ süß mit einer Kühlnote unten drunter, die dann wahrscheinlich von Minze und Menthol kommen wird. Die Blaubeere kommt lecker rüber, geht eher so ins künstliche Süße, erinnert so ein bisschen an so ein paar Blaubeersorten, die man so von damals noch kennt, riecht aber auf jeden Fall erstmal gut.
Es hat so einen leicht säuerlichen Touch noch mit dabei. Könnte ich mir vorstellen, dass das von der Johannisbeere oder von der Feige kommt. Aber richtig rausriechen könnte ich die zwei Bestandteile jetzt auf jeden Fall nicht. Wir kommen als nächstes mal zur Rauchentwicklung. Ich denke, man sieht schon beim ersten Zug Rauchentwicklung 1A. Ja. Schön heller, sehr feuchter Tabak, locker fluffig gebaut im Funnel mit dem Apple on top, zwei Kohlen, das läuft wunderbar. Ja, also bei den Wolken kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Tipptopp, läuft auch sehr, sehr angenehm, es drückt nicht, es kratzt nicht, also alles auf jeden Fall wunderbar. Geschmacklich, Leute. Die Blaubeere ist auf jeden Fall schön am Start. Es ist eine künstliche Blaubeere, die aber jetzt nicht störend künstlich ist. Ja, also künstlich soll da jetzt nicht negativ gemeint sein. Schmeckt auf jeden Fall gut und lecker. Ihr habt eine süße Note am Start. Ihr habt aber auch eine saure Note mit dabei. Die saure Note würde ich wieder sagen, bestimmt von der Feige und von der Johannisbeere. Johannisbeere ja eigentlich eine sehr, sehr saure Frucht. Könnte ich mir vorstellen, dass die saure Note, die am Start ist, eben von der Johannisbeere kommt. Aber Johannisbeere und Feige schmecke ich jetzt per se nicht raus. Es schmeckt allerdings auch nicht nach dieser Standard-Blaubeere, die man so kennt. Es hat schon was Besonderes. Ich könnte mir vorstellen, dass das eben durch den Einfluss von Johannisbeere und Feige kommt. Aber wirklich rausschmecken könnte ich es jetzt nicht. Ich habe auch ewig keine Feige mehr gegessen. Also ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, wie eine Feige schmeckt. Aber habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, so, oh ja, da ist die Feige, da ist die Johannisbeere. Sondern ich so, okay, da ist eine Blaubeere und da schwingt noch sowas mit. Ja, da ist noch was dabei, was ich nicht so gut ausdrücken kann, was das dann genau ist. Aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Meinungen gingen relativ auseinander. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr meint. Übrigens, Instagram, schaut mal vorbei. swg.hooker, einfach auf Instagram suchen. Da kriegt ihr immer direkt mit, was hier neu reinkommt. Ihr müsst nicht immer bis zum Review warten. Meinungen gingen so ein bisschen auseinander bei dem Blue Devil. War ein bisschen komisch. Hätte ich eher gedacht, so 187. Meistens die Meinung voll der Hype. Ich glaube, der Hype ging aber eher dann um den Sparkling Ice Tea, zu dem wir gleich noch kommen. Aber ich nehme noch mal zwei Züge von dem Blue Devil. Ja, also Rauchtipptopp, Geschmack voll okay. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Geschmack eher was ist, was jetzt nicht jedem schmecken wird, aber ich glaube, der wird schon viele, viele Leute abholen. Auf jeden Fall Ersteindruck, ziemlich solide. Zwischendrin sei nochmal gesagt, Leute, nicht mal 30% der Leute, die diese Videos gucken, lassen auch ein Abo da. Also wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tun wollt und diese Arbeit mit den Videos ein bisschen belohnen wollt, würde es mich freuen, wenn ihr einmal unter dem Video auf Abonnieren klickt, loggt euch gerade in euer Google-Konto ein und lasst ein Abo da. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. So, dann kommen wir als nächstes zu dem Sparkling Iced Tea in der Special Edition, Alex Edition, wenn man das so sagen kann und will. Es soll ein Zitronen-Eistee sein, wie man auch den von Lipton schon kennt mit diesem Sparkling. Also es gibt so einen Eistee von Lipton, das ist eigentlich ein Zitronen-Eistee, der aber Sprudel mit am Start hat. So soll dieser Eistee schmecken. Da bin ich sehr gespannt, ob das mit dem Sprudel überhaupt rübergebracht werden kann mit einem Shisha-Tabak. Bin auf jeden Fall gespannt. Zitronen-Eistee, ich bin großer Fan von Darkside Lemon Blast und vielen anderen Zitronensorten, zum Beispiel noch das Sunshine Breeze von Masaya, wenn es ein eher klassischer Zitronenflavor sein soll. Ich denke, der wird eher nicht in die klassische Richtung gehen. Wie immer, wir riechen als erstes mal dran und gucken mal, was wir da rausriechen, ob das auch an Zitronen-Eistee rankommt. Ja, und vom Geruch auf jeden Fall kommt nah ein Zitronen-Eistee ran. Ihr habt eine schöne süße Note am Start, ihr habt aber auch wieder eine saure Note am Start. Also wieder mit diesen beiden Komponenten schön gespielt. Erstaunlich, wie gut es harmoniert. Es riecht nicht 1:1 wie der Lipton-Zitronen-Eistee. Ja, so viel kann man vorneweg sagen, muss aber natürlich nicht heißen, dass der Tabak schlecht ist. Ja, ansonsten Zitrone, riecht gut, schöne süße und schöne saure Note am Start. Ich bin sehr gespannt, wie der Tabak schmecken wird, aber vom Geschmack kommen wir wie immer nochmal zur Rauchentwicklung. Ja, und auch in der Harmony Bowl mit Callout Lotus 1 obendrauf, läuft wunderbar, was soll man da noch sagen? Auf jeden Fall 1A Rauch und auch wieder sehr, sehr entspanntes Rauchen. Ihr habt es gesehen, den Kopf habe ich auf jeden Fall mit Kontakt gebaut. Beim Apple on top habe ich ein bisschen Abstand zur Alufolie gelassen. Der mit Kontakt läuft beides wunderbar. Ja? Also kann ganz gut Hitze ab. Manchmal, wenn ich Vollkontakt baue, brauche ich sogar nur eine Kohle in der Smokebox und eine auf Kipp. Das reicht dann manchmal schon. Da habe ich jetzt durchgehend die zwei drinne gehabt und läuft wunderbar. Keine Probleme gehabt, kein Drücken, kein Kratzen. Alles tipptopp. Ja, und Rauchentwicklung wirklich 1A.
kann man sich wirklich nicht beschweren. Sehr, sehr nice. Der Geschmack, Leute. Kommt er an den Sparkling Ice Tea von Lipton ran? Kurz gesagt, nein. Dass das mit dem Sparkling nicht so hinhauen wird, habe ich mir schon fast gedacht. Ich glaube, sowas kann man gar nicht mit den Aromen, die es für Shisha-Tabak gibt, umsetzen. Aber es ist ein leckerer Zitronen-Eistee-Tabak, das auf jeden Fall. Die Zitrone ist eine besondere Zitrone, nicht diese klassische Shisha-Zitrone, die man so kennt. Es hat eine schöne süße Note am Start, es ist aber auch wieder die saure Note am Start, genau wie das eben auch schon im Geruch war und schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Wenn ich mich bei den beiden jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, der Sparkling Ice Tea ist ein Ticken geiler. Ich glaube, der Blue Devil wird ein bisschen gewöhnungsbedürftiger sein. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man kann beide gut rauchen. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich muss mich jetzt für einen Kopf entscheiden. Aber ich hoffe, dass euch dieses Review zu den zwei neuen 187 Sorten hier gefallen hat. Wenn das so sein sollte, gerne Daumen nach oben oder Abo da lassen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG.